Hallo und herzlich willkommen zu einer Aktienanalyse der irischen Firma Accenture, die hauptsächlich im Consulting-Bereich tätig ist. Und wir wollen in diesem Video nicht nur die Bewertung an der Börse begutachten, sondern wir wollen eben auch etwas tiefer in die Bilanz einsteigen und die Qualität des Unternehmens rausarbeiten und uns die Frage stellen, ob sich ein Investment bei dem derzeitigen Kurs lohnt. Mein Name ist Max Butter von aktienbewertung.info. Beginnen wir zunächst mit der Bewertung der Aktie an der Börse. Also wie hat die Börse in der Vergangenheit die Aktie bewertet? Dazu sehen wir uns als erstes mal den Kursverlauf an, hier in schwarzer Farbe dargestellt auf Monatsschlusskursbasis. Und wenn ich jetzt hier mal einfach die letzten 21 Jahre betrachte und mir angucke, wie stark der Kurs eigentlich gestiegen ist, dann sehe ich, dass der Kurs fast 2000% zugelegt hat in diesen 21 Jahren. Und das entspricht einem jährlichen Kurszuwachs von über 15%. Das ist schon mal sehr ansehnlich und interessant ist jetzt natürlich das Verhältnis zu den Fundamentaldaten und dazu überlagern wir hier den Gewinn pro Aktie in grüner Farbe dargestellt. Dazu sehen wir uns zunächst mal das Wachstum pro Jahr an von 2001 bis einschließlich 2024, also den Prognosen der Analysten. Dann kommen wir auf ein Gewinnwachstum von 12,1% und man kann schon optisch sehr gut erkennen, dass das Gewinnwachstum relativ konstant und solide war über den gesamten Zeitraum. Das spricht schon mal sehr für diese Firma. Und wenn wir jetzt dieses Gewinnwachstum pro Jahr zugrunde legen und uns den Sektor Technologie ansehen, zu dem Accenture zählt, dann können wir feststellen, wenn wir das Ganze empirisch vergleichen mit anderen Unternehmen aus dem Technologiesektor, dass ein faires KGV von 22,4, das nennen wir hier Referenzbewertung, angemessen wäre. Wenn wir jetzt die Gewinne pro Aktie mit diesem 22,4 multiplizieren, dann kommen wir hier auf diese grüne gestrichelte Linie. Das bezeichnen wir als fairen Wert oder Referenzbewertung. Und man kann sehr schön sehen, dass die meiste Zeit der Kurs mehr oder weniger um diese Referenzbewertung herum gependelt ist. Und allein hier in 2021, da konnte der Kurs deutlich zulegen, ist also über diese faire Spanne hinausgelaufen. Es ist nämlich so, der faire Wert an sich, das ist eine Punktschätzung, aber es gibt natürlich Unterschiede in den verschiedenen Unternehmen aus dem Technologiesektor und die sind mal etwas höher bewertet, mal etwas niedriger. Und wenn wir uns die mittleren 50% aller Unternehmensbewertungen angucken, dann würden wir in diesem fairen Kanal, in diesem grünen Kanal agieren und wir können eben sehen, dass die meiste Zeit der Aktienkurs sich in diesem fairen Kanal bewegt hat. Hier einzig und allein in 2008, 2009 in der Finanzkrise, da war der Kurs tatsächlich mal deutlich unterbewertet, also unterhalb dieses grünen Kanals. Und zuletzt 2020, 2021 sehen wir eben diese deutliche Übertreibung nach oben, wo der Kurs dann diesen fairen Kanal verlassen hat. Jetzt ist aber so, dass natürlich auf mittlere bis lange Sicht letztlich der Kurs immer nur so bewertet wird, wie auch die Firma liefert, von den Fundamentaldaten her. Das heißt also, früher oder später wird der Kurs sich den Fundamentaldaten annähern. Und das hat er jetzt hier im Zuge dieser Korrektur in 2022 getan und ist zurückgefallen um etwa gut 30% und notiert momentan bei 272 US-Dollar. Der Kurs hat sich damit dem fairen Wert deutlich angenähert. Also wir können aktuell sehen, ein KGV von 24,5 oder 24,4 genau. Und die Referenzbewertung können wir hier rechts sehen, 22,4. Das heißt, wir sind jetzt hier in etwa ungefähr 10%, nicht ganz 10% überbewertet. Allerdings, wie gesagt, das handelt sich ja hier um eine Spanne. Das heißt also, wir können tatsächlich hier von einer fairen Bewertung sprechen. Wenn wir jetzt etwas reinzoomen, ich gehe mal hier auf 2013 bis 2024, können wir das noch etwas genauer sehen. Wir können hier sehr schön sehen, wie im Prinzip schon 2021 der Kurs den grünen Kanal nach oben verlassen hat und hier im Peak dann bei über 400 US-Dollar notiert hat. Ja, diese Überlagerung mit Fundamentaldaten, die bietet einem so ein bisschen Einblick, wie ist eigentlich das Verhältnis des Kurses zu den Fundamentaldaten. Und ich bezeichne es immer so ein bisschen als ein Röntgenbild. Man sieht also mehr, als wenn man nur den reinen Chart betrachtet. Und hier können wir eben sehr schön sehen, dass wir aktuell eigentlich mit gutem Gewissen die Aktie kaufen könnten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das gilt natürlich nur dann, wenn die Analysten tatsächlich auch Recht behalten mit ihren Schätzungen. Das heißt also, wenn die Gewinne weiter steigen,
Die Analysten, das sind derzeit etwa 22 Analysten, die schätzen im Mittel ein Gewinnwachstum für für das laufende Geschäftsjahr 2023 von 6% und für das Folgegeschäftsjahr dann 10%. Und wenn das so eintreffen würde, dann würde der faire Wert sich entsprechend weiter nach oben entwickeln. Es kann natürlich sein, dass die Analysten sich komplett verschätzen, dass die Konjunktur einbricht und dass die Gewinne dann nach unten wegbrechen. Das ist zum Beispiel hier auch 2017 passiert. Wissen wir natürlich nicht, das wäre der Blick in die Glaskugel, aber so wie es momentan eingeschätzt wird von den Fachleuten, geht man von steigenden Gewinnen aus und dann wäre Accenture tatsächlich hier fair bewertet. Ja, Accenture zahlt auch eine Dividende und diese Dividende, die ist hier unten eingezeichnet im Verhältnis zu den Gewinnen pro Aktie, das heißt also die Auszahlungsrate zu den Gewinnen, die beträgt hier um die 36% etwa. Das heißt, ein Drittel der Gewinne werden ausgeschüttet an die Investoren. Das ergibt eine Dividendenrendite von 1,6%. Und wenn wir uns das Wachstum, die Steigerung der Dividenden hier für den ausgewählten Zeitraum mal ansehen, bis einschließlich 2022, dann sehen wir, das sind 11,1% pro Jahr. Das heißt also, wir sind hier in einem zweistelligen Bereich pro Jahr. Und das ist sehr, sehr positiv, genauso wie man sich das eigentlich auch als Dividendeninvestor wünscht. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ist die Dividende auch sicher? Dazu sehen wir uns hier den freien Cashflow an. Der freie Cashflow, der zeichnet ein ähnliches Bild wie der Gewinn pro Aktie. Hier ein leichter Rückgang für 2023, für das laufende Geschäftsjahr. Und wenn wir uns hier die Auszahlungsrate ansehen, dann liegt die sogar noch niedriger. Das heißt also, wir sind bei unter 30% vom freien Cashflow pro Aktie. Und die Dividende, die wird ja aus dem freien Cashflow bezahlt. Das heißt also, wir können sagen, der freie Cashflow, der ist immer hoch genug gewesen, um die Dividende dann auch aus dem laufenden Geschäft zu zahlen, ohne dass man hier an die Substanz ran muss. Und das ist sehr, sehr positiv. Das heißt also, die Dividende ist definitiv gedeckt und wir rechnen also nicht mit einem Rückgang der Dividende in Zukunft. Wir können hier sehen, die Dividende soll dann im laufenden Geschäftsjahr erhöht werden auf $4,34 pro Aktie und dann für 2024 sogar $4,66. Das, wie gesagt, die Analystenschätzungen. Und die letzte Auszahlung für 2022, das Geschäftsjahr hat ja geendet schon im August, war $3,88 pro Aktie. Ja, Thema Analystenschätzungen. Wir haben ja gesagt, das alles basiert ja ein bisschen auf der Güte der Analystenschätzung, also treffen dann am Ende die Schätzung tatsächlich so ein. Dazu haben wir hier nochmal so eine Scorecard, wo wir abschätzen können, wie gut sind eigentlich die Schätzungen gerade bei dieser Firma. Offensichtlich sehr gut. Also die Analysten können hier offensichtlich sehr gut prognostizieren. 100% der Gewinne waren mindestens in line oder sogar besser als die Analystenschätzungen. Und im Schnitt waren die Gewinne sogar um 5,5% höher als die Schätzungen. Das zur Vergangenheit und zwar die letzten 5 Jahre basierend auf Quartalsschätzungen. Also wir haben jetzt gesagt, die Aktie ist fair bewertet derzeit. Also man kann sie eigentlich von dem Aspekt her mit gutem Gewissen kaufen. Aber wir wollen uns natürlich auch ansehen, wie ist eigentlich die Qualität des Unternehmens. Also sprich, es sollte ja beides stimmen. Die Aktie sollte ja nicht nur billig sein, sondern das Unternehmen sollte auch entsprechend dem Investor etwas bieten im Sinne von Cashflows in der Zukunft. Und das können wir am besten begutachten, indem wir uns die Bilanz ansehen und daraus einige Kennzahlen ableiten. Und das machen wir hier in einem Überblickschart. Da ist zum einen die Bewertung dargestellt, aber auch eben die Qualität des Unternehmens anhand dieser Kennzahlen. Und das Ganze ist dargestellt durch ein blaues Sechseck. Je größer dieses Sechseck und vor allem je symmetrischer es ist, desto besser ist es eigentlich aus der Sicht des Investors. Und wir können gleichzeitig auch den Vergleich ziehen zu anderen Unternehmen aus demselben Sektor, in dem Fall Technologie. Und dazu sehen wir uns einfach an, in welchem Quartil letztlich die jeweiligen blauen Punkte liegen. Je weiter außen, desto besser. Das heißt also, wir haben hier schon gesehen, die Bewertung, die ist also fair, die ist hier im grünen Bereich, überdurchschnittlich. Und auf der anderen Seite, die Prognose des Umsatzwachstums, die ist nicht ganz so gut, also gerade im Vergleich mit Technologieunternehmen. Jetzt ist natürlich Accenture zwar hauptsächlich im Technologiesektor als Consulting-Firma tätig,
Aber es ist ja eigentlich keine reine Technologiefirma, von daher ist der Vergleich nicht ganz fair. Trotzdem hier in dem Fall das ist der einzige Punkt, der unterdurchschnittlich ist, deswegen hier auch im gelben Hexagon. Ansonsten muss man sagen, alle Punkte überdurchschnittlich, also außerhalb dieses gelben Hexagons. Und fangen wir an mit der Schuldenquote, die ist hier mehr oder weniger durchschnittlich mit 51,2%. Dann haben wir die operative Marge als wichtiges Kriterium, die ist mit 15,3% ebenfalls überdurchschnittlich. Und jetzt kommen wir zu den beiden Punkten, die besonders gut ausgeprägt sind, nämlich in den Top 25% aller Technologieunternehmen. Das ist einmal die freie Cashflow-Rendite, das sind die Owner-Earnings, also das, was tatsächlich an freiem Cashflow für die Investoren am Ende übrig bleibt, im Verhältnis zum investierten Kapital der Firma. Das heißt also, wie effizient arbeitet das Management und setzt Kapital ein, um Cashflow zu generieren. Das heißt also, für jede 100 US-Dollar, die hier eingesetzt werden als Kapital, werden pro Jahr 27,9% an Owner-Earnings generiert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert und genau das, was man sich als Investor wünscht. Für mich immer das wichtigste Kriterium bei der Aktienauswahl, weil es genau darauf ankommt, möglichst hohe Cashflows letztlich zu bekommen. Ob die dann am Ende ausgeschüttet werden oder nicht, das ist zweitrangig, denn letztlich, egal, wenn sie nicht ausgeschüttet werden, sondern im Unternehmen bleiben und effizient eingesetzt werden, dann ist es ja trotzdem gut, weil der innere Wert des Unternehmens ja sich steigert. Und da haben wir hier noch einen anderen Bewertungskennziffer, nämlich den Piotrowski-F-Score, ein Scoring-Modell, der die Güte des Unternehmens darstellen soll, zwischen 0 und 9 Punkten. Da haben wir fast die Höchstzahl erreicht und das ist sehr, sehr positiv. 8 Punkte, das haben nur sehr wenige Unternehmen. Wenn wir uns jetzt die Kennzahlen mal im zeitlichen Verlauf ansehen, fangen wir an mit der freien Cashflow-Rendite. Wie gesagt, eines der wichtigsten Kriterien. Da können wir sehen, dass die freie Cashflow-Rendite leider etwas rückläufig ist. Das ist nicht so gut. Das heißt, die Effizienz, die hat so ein bisschen gelitten im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, sie ist halt absolut gesehen noch in einem sehr, sehr hohen Bereich. Und das würde mir persönlich jetzt erstmal ausreichen. Also das wäre absolut in Ordnung. Sehen wir uns die Renditen an. Wir hatten uns die operative Marge angesehen. Die ist hier als schwarze Linie dargestellt, hier unten. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Umsätze absolut gesehen, also nicht pro Aktie. Die konnten eigentlich jedes Jahr gesteigert werden. Das ist sehr, sehr positiv, weil das die ungefilterte Art ist, wie ich im Prinzip beurteilen kann, ob das Unternehmen wächst. Und auf der anderen Seite die Marge selber, die ist relativ konstant geblieben. Das ist schon mal zwar nicht positiv unbedingt im Sinne von, die Marge konnte gesteigert werden, aber sie ist auch nicht zurückgegangen und das ist gut. Denn wenn die Marge konstant bleibt, aber die Umsätze gesteigert werden können, dann bedeutet das umgekehrt für das Unternehmen, dass natürlich dann auch die Gewinne steigen. Das haben wir ja auch am Anfang schon gesehen, dass die Gewinne pro Aktie deutlich angestiegen sind. Die Schuldensituation können wir folgendermaßen erfassen. Wir haben hier auf der rechten Seite die Assets, also was besitzt das Unternehmen, und auf der linken Seite die langfristigen Schulden. Ja, das Verhältnis zwischen den Schulden und den Vermögenswerten hier auf der rechten Seite, das ist die Schuldenquote. Die können wir nämlich hier dann nochmal als schwarze Linie sehen. Das heißt also, die Schuldenquote an sich ist prinzipiell zurückgegangen, liegt hier bei etwas über 50%, wie gesagt. Und bei den Schulden ist natürlich noch wichtig, wie schnell könnten diese Schulden rein virtuell gesehen zurückgezahlt werden. Dazu sehen wir uns die Tilgungskraft an. Die besteht nämlich aus dem freien Cashflow, der ja prinzipiell komplett für die Tilgung der Schulden verwendet werden könnte, sofern zum Beispiel keine Dividenden ausgeschüttet würden oder zum Beispiel keine Aktien zurückgekauft würden. Das wird natürlich immer so ein bisschen aufgeteilt, aber rein theoretisch könnte der freie Cashflow ja komplett zur Schuldentilgung verwendet werden. Und der ist hier im Verhältnis zu der Schuldenhöhe dann als grüner Balken dargestellt. Und wenn man sich das mal rein optisch anguckt, das ist nicht ganz die Hälfte. Das heißt also, die Tilgungsdauer wären 2,8 Jahre. Man muss aber noch dazu sagen, dass hier dieser hellblaue Bereich, das ist Cash und Wertpapiere. Das heißt also, kurzfristiges liquides Vermögen, was theoretisch auch zur Schuldentilgung herangezogen werden könnte. Was etwas negativ ist, ist hier dieser lilane Bereich. Das ist nämlich Goodwill oder Firmenwert. Das ist das, was zu viel bezahlt wurde bei Firmenübernahmen. Und da weiß man eben nicht, ob sich das in Zukunft am Ende rechnet, ob das noch umgewandelt werden kann in Vermögenswerte oder eventuell sogar abgeschrieben werden muss. Und dementsprechend ist es eine gewisse Unsicherheit, dass hier die Vermögenswerte schrumpfen könnten. Und damit natürlich umgekehrt, weil ja dann die Schulden im Prinzip im Verhältnis zu den Vermögenswerten ansteigen würden, dann die Schuldenquote nach oben schnellen würde. Dieser Goodwill-Anteil, der ist auch von Jahr zu Jahr gewachsen.
Das ist eine gewisse Unsicherheit, die immer etwas unschön ist in so einer Bilanz. Liegt aber umgekehrt daran, dass Accenture natürlich sehr, sehr viele Firmenübernahmen tätigt und dadurch wächst. Und das führt natürlich zwangsläufig auch dazu, dass sich dieser Goodwill dann immer weiter erhöht. Schließen wir die Kennzahlen noch ab mit dem sogenannten Capflow, so wie wir ihn bei Aktienbewertung.info nennen. Das ist der Anteil am Cashflow, der für den Werterhalt genutzt werden muss. Das heißt also, um das operative Geschäft fortführen zu können, muss natürlich ein bestimmtes Kapital in die Hand genommen werden. Das ist also der werterhaltende Anteil am Capital Expenditure, an den Investitionskosten. Und das dient rein dem Werterhalt. Das heißt also, das wird vom operativen Cashflow abgezogen und steht dem Investor dann nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, das ist sozusagen der schädliche Teil, der dem Cashflow abgezogen wird. Und der sollte natürlich möglichst gering sein. Das wäre ideal aus der Sicht des Investors, nämlich dass man mit möglichst geringen Kosten das operative Geschäft fortführen kann. Und die hellgrünen Balken, die zeigen schon an, Accenture ist hier sehr, sehr lean unterwegs. Das heißt also, die werterhaltenden Kosten, die sind sehr, sehr gering im Verhältnis zu anderen Technologieunternehmen. Und das ist sehr, sehr positiv. Wir sind hier bei nur 6,7%. Das ist also deutlich unter diesen etwa 10%. Das wäre nämlich das beste Quartil, also die besten 25% der Technologiewerte. Da werfen wir noch einen Blick in die Bilanz und wir versuchen hier bei Aktienbewertung.info die Bilanz grafisch darzustellen, einfach weil man visuell diese Ströme, diese Bilanzströme, wenn man sie so nennen will, oder Bilanzposten viel besser erfassen kann, auch in der Höhe. Und fangen wir an mit der Gewinn- und Verlustrechnung, also dem Income Statement, wo wir im Prinzip den Nettogewinn berechnen anhand des Umsatzes. Der Umsatz hier 61,6 Milliarden US-Dollar in 2022, also bis einschließlich August. Das ist ja das Ende des Geschäftsjahres bei Accenture. Wir können eben sehr schön sehen, dass sich das Ganze aufteilt in etwas mehr als die Hälfte Consulting und knapp die Hälfte Outsourcing. Ja, der Bruttogewinn, der hat eine Marge von 32%. Das heißt also, es bleiben hier 68% an Stückkosten hängen. Und diese Bruttomarge, wenn wir uns das hier mal angucken, die ist relativ schlecht, also gerade im Verhältnis von mit anderen Technologieunternehmen. Aber die operative Marge wiederum, also wenn man die Betriebskosten dann noch abzieht, das ist hauptsächlich Vertrieb und Marketing, aber auch Verwaltungskosten, dann sind wir bei 15% und das ist eher überdurchschnittlich. Das heißt also, wenn man die Gesamtkosten hier, Stückkosten, Betriebskosten abzieht, dann liegen wir bei Accenture im sehr hohen Bereich. Und dann kommen noch die Steuern und da bleibt ein Nettogewinn von 6,9 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dann 11% Nettomarge. Ja, sehen wir uns dann noch das Cashflow-Statement an. Das ist nämlich jetzt die Frage, also im Income-Statement haben wir gesehen, wie verdient eigentlich Accenture sein Geld? Und jetzt gucken wir uns an, wie wird das Geld verteilt? Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe des CEOs, genau das nämlich zu bestimmen. Und das ist natürlich aus der Investorensicht auch immer sehr interessant. Und dazu sehen wir uns zunächst mal an, wie der operative Cashflow als Basis überhaupt hier generiert wird oder sich zusammenstellt. Das ist nämlich einmal der Nettogewinn aus diesem Income Statement. Das waren die 6,9 Milliarden US-Dollar. Und dann werden die Wertminderungen und Abschreibungen wieder hinzuaddiert, denn die sind ja nur bilanztechnisch abgezogen worden, sind aber de facto nicht abgeflossen. Das heißt also, das Geld ist in die Kasse geflossen. Und dann haben wir noch hier Änderungen im Betriebskapital. Ja, das sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Das heißt also, Rechnungen, die angefallen sind, die aber noch nicht bezahlt wurden. Und müsste man dann auch noch dazu addieren, denn das Geld ist ja de facto noch vorhanden. Daraus ergibt sich dann ein operativer Cashflow von 9,5 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr. Und was man hier eben sehr schön sehen kann, ist, dass fast die Hälfte dafür für Investitionstätigkeit verwendet wurde, um weiter zu wachsen, muss man dazu sagen. Hauptsächlich Übernahmen von anderen Firmen. Das ist ein Strang, der letztlich auch im Interesse des Investors ist, denn
das führt ja letztlich dazu, dass in Zukunft mehr Cashflow generiert werden kann, hoffentlich. Also das hat sich ja an der freien Cashflow-Rendite gezeigt, dass Investitionen, also Kapital, was verwendet wird für die operative Geschäftstätigkeit, dass das auf jeden Fall einen sehr hohen Cashflow in der Zukunft bringen wird. Und da bauen wir jetzt einfach mal darauf, dass das Unternehmen auch in Zukunft ähnlich gut agieren wird. Und dementsprechend kann man hier schon davon ausgehen, dass das deutlich den Cashflow steigern wird. Wir haben auf der anderen Seite diese Investitionsausgaben, die wir eben im Capflow auch gesehen haben. Das ist eben der schädliche Anteil an Investitionen, nämlich das, was werterhaltend ist, also sprich, wo kein Wachstum generiert wird. Dann haben wir etwas mehr als die Hälfte den Finanzierungsanteil. Das ist hier in hellblau dargestellt und das ist genau das, was das Herz des Investors höher schlagen lässt. Das sind nämlich auf der einen Seite die Dividenden, die ausgeschüttet wurden, also dass der Cash, der direkt an den Investor zurückgeflossen ist. Und dann aber auf der anderen Seite auch Aktienrückkäufe. Das heißt also, man hat hier tatsächlich den Anteil des Aktionärs erhöht, dadurch, dass einfach Aktien vom Markt genommen wurden und sich damit die Gewinne, aber auch der Cashflow eben aufteilt auf weniger Aktien. Und damit das Ganze gesteigert werden kann. Das ist eine andere Art, wie man letztlich Cashflow zurückgeben kann an den Investor. Einziges Problem ist natürlich, dass der Aktienkurs, wie wir ja vorhin gesehen haben, relativ hoch bewertet war, also historisch hoch bewertet war. Und in so einer Phase ist natürlich ein Aktienrückkauf immer mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich der Aktienrückkauf hier zu einem sehr hohen Preis getätigt wurde. Und wir haben noch einen ganz kleinen Anteil an Tilgung von Schulden. Wie gesagt, die Schulden sind ja nicht so hoch. Ja, also insgesamt muss man sagen, aus der Investorensicht kein schlechtes Bild. Ja, wenn wir uns das Cashflow-Statement jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive ansehen, nämlich wenn wir uns tatsächlich das an Cashflow berechnen wollen, was dem Investor am Ende zugutekommt, dann müssen wir anders vorgehen. Also wir haben den operativen Cashflow, der war ja 9,5 Milliarden US-Dollar und von diesem operativen Cashflow müssen wir die Capital Expenditure abziehen und wir hatten ja gesagt, dass Accenture ein nicht kostenintensives Unternehmen ist, das heißt also Capital Expenditure ist mit 700 Millionen US-Dollar sehr gering. Das ist auch mehr oder weniger komplett Maintenance, das heißt also werterhaltend und das muss abgezogen werden und dann kommen wir offiziell auf den freien Cashflow, so wie er auch in der Bilanz vermerkt ist, von 8,8 Milliarden US-Dollar. Also relativ hoch, wie gesagt, weil ja nicht kapitalintensiv. Und jetzt ist es aber so, dass eben die aktienbasierte Vergütung wiederum eigentlich abgezogen werden muss. Denn was heißt das eigentlich? Die Mitarbeiter werden ja vergütet mithilfe von neuen Aktien, die im Prinzip die Altaktionäre dann verwässern. Das heißt also, der Altaktionär hat dann letztlich weniger Anteil wieder. Das ist also das Gegenteil von Aktienrückkäufen. Und dementsprechend sinkt der Anteil insgesamt an Cashflow und dementsprechend bleiben für den Investor dann am Ende doch nur 7,1 Milliarden US-Dollar übrig. Das wären dann die sogenannten Owner Earnings, so wie Warren Buffett das auch mal irgendwann definiert hat. Das, was also wirklich dem Investor am Ende zugutekommt. Ja, und wenn man das umrechnet auf jede Aktie, dann bedeutet das, dass im Prinzip etwa 14 US-Dollar an Owner Earnings pro Aktie übrig bleiben. Ja, wagen wir noch einen Blick in die Zukunft und dazu nehmen wir mal das historische KGV, also das, was in den letzten 5 Jahren bei Accenture gemessen wurde an der Börse. Das ist etwas höher als die Referenzbewertung mit 28,0. Und wenn wir das zugrunde legen, dann kommen wir hier auf diese gestrichelte blaue Linie. Und wenn wir das mal extrapolieren ins Jahr 2024, wie gesagt, 22 Analystenschätzungen, die, wie wir vorhin gesehen haben an der Scorecard, sehr, sehr gut sind, also das heißt, in der Regel wurde der Gewinn sogar übertroffen, dann würde das bedeuten, dass wir inklusive Dividenden einen Gesamtgewinn von 32,4% erwarten könnten und das würde einem annualisierten Gewinn von 19,4% entsprechen. Und das ist eigentlich schon ein sehr guter Wert. Das heißt also, Accenture ist jetzt nicht unterbewertet, das nicht, aber Accenture ist fair bewertet und von daher lohnt sich sicherlich darüber nachzudenken, vielleicht in Accenture zu investieren in Zukunft. Ob das dann am Ende für dich zutrifft, musst du natürlich selber entscheiden. Wahrscheinlich musst du noch weitere Informationen einholen, weitere Recherchen starten.
Ich wünsche dir dabei viel Spaß, viel Erfolg und ich bedanke mich für das Interesse an diesem Video.